Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Maze Proband 360. Ja, tut mir leid, Freunde, dass die letzten ein, zwei Tage keine Aufnahme gekommen ist, beziehungsweise keine Folge. Ja, ich hatte ein bisschen zu tun im Garten und weil jetzt so schönes Wetter war und bla bla bla. Und ja, da sind mir dann die Folgen ausgegangen und naja, gut, war ich ein bisschen schleißig. Gut, aber wir sind jetzt hier, wir zünden nochmal kurz die Flamme hier an, die Fackel hier. Und ich erinnere mich, wir sind ja hier in der Höhle der Indianer oder irgendwo. Ich kann die Zeichen kaum erkennen und ich habe ja nur noch einen Tomahawk. Das ist nicht so gut. Das Vorhängeschloss hält nicht mehr lange, ne? Vielleicht kann ich dagegen hauen? Yo. Perfekt. What? Gut, okay, das... Ja, gut. Das war jetzt easy. Symbolteile. Oh, ein Puzzle. Wach, Puzzle. Ja. Ein Kinderpuzzle eher. So, juhu. Und wir bekommen einen Indianer-Symbol. Okay. Hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Oh, oh. Okay. Kann man vielleicht hier mit Indianer-Symbol? Nein, keine Chance. Okay, das war's hier. Oder wie? Oder was? Oder wann? Anscheinend. Ja, dann gehen wir mal wieder ins Indianergrab zurück. Auf der Stirn fehlt ein Adler. Ach, siehst du mal. Das ist, weil man schon so lange nicht mehr gespielt hat. Was ist das? Beutel mit Pulver. Okay. Beutel mit Pulver. Können wir vielleicht hier? Ah. Und wir machen es natürlich sichtbar mit dem magischen Pulver. Ja. Yeah. Gut, Bogenschütze, Adler, das ist das, nein, das war nicht das Büffelschädel, den haben wir hier, ein Tomahawk haben wir hier, ein Adler haben wir hier und ein Zelt haben wir hier. Oh, Traumfänger haben wir hier, den haben wir übrigens ja schon fertig und ich glaube in der letzten Folge haben wir ja auch schon alle Schlafenden aufgeweckt. Da war sie ja überhaupt nicht glücklich. Was ist... Da ist der Baum. Eine Spitzhacke. Bin jetzt doof. Ah, da. Lol. Ich hab gedacht, das ist ein Foto, hab ich glaubt. Okay. Wir haben eine Spitzhacke. Was machen wir mit der Spitzhacke? Natürlich. Jetzt entsteht hier ein Riss. Natürlich. Ah, da ist wieder dieser Ort. Die Passage in die Träume. Ja. Ja. Gut. Ins Traumreich. Sieht aus wie Toms Haus. Dann ist er der letzte Schläfer. Oh, anscheinend. Ich muss ein Spielzeug finden. Ich will spielen. Okay, Mama will spielen. Ja, natürlich, ja. Ein Skalpell, eine Rasierklinge. Warum nicht? Zu weit weg. Ich werde nicht die Abkürzung durch den Pool nehmen. Warum nicht? Sicherlich lustig. Gummiband. Hm, das will spielen. Was ist das? Ein Federschmuck. Aha. Klar. Natürlich, sicher. Jetzt haben wir die Federn. Natürlich, natürlich. Das Schloss sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Natürlich, so ein Schloss hat ein jeder Normale vor seiner Haustür, bitte, ja. Das ist normal. Habt ihr sowas nicht? Also ich hab das vor meiner Haustür. Ein Netzgriff. Dann können wir dieses Netz hier dran geben. Ich muss das Netz befestigen. Mit einem Gummiringerl. Natürlich. Dann gehen wir zum Pool. Mit dem Pool können wir das hier. Wutschi wutsch. Jawoll. Dankeschön.
Dann haben wir einen Ballon ohne Luft. Blas doch auf. Ah, in dem Ball ist etwas versteckt. Ritzeretzi, rutzi rutz. Was haben wir da Schönes? Eine Indianerpuppe. Dem Indianer fehlen... Er hat die Federn aus seinem Kopfschmuck verloren. Natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eine Häuptlingspuppe. Natürlich. Natürlich. Vielleicht kann man Vaters Hut auch noch aufsetzen. Fernsehschalter, Rasierklinge. Es gibt kein Zurück mehr, aber ich kann auch nicht... Das ist der schmutzigste Pool, den ich je gesehen habe. Ja, dann... oder hier... Oder da... Nein, okay. Warte mal, ich will spielen. Da? Ah. Danke. Tschüss. Ey, mein Schlüssel. Ein Knochenschlüssel. Natürlich, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Hat jeder zu Hause. Toms Wohnzimmer. Dort gehen wir jetzt hinein. Mir reicht's. Du wirst mich nicht stoppen. Trotz Angstbalken ist ein bisschen schon gewachsen. Also sie... Naja. Noch eine Fassung. Als ob es hier nicht schon hell genug wäre. Findest? Ich find's noch immer zu dunkel. I'm sorry, Papa. I never meant to hurt you. She made me do it. You would never approve of our friendship, so she had to get you out of the way. I don't want to serve her, Papa. I don't want to be the first chosen anymore. I just want out. What? Er dient ihr also aus Angst. Und unsere Angst ist gewachsen. Ich dachte, wir haben keine Angst. Naja, ich fasse nicht in die Löcher. Ich brauche einen Griff. Okay, Feigling. Ah ja, der kleine Captain hat kein Steuerrad. Macht nix, ein Hut. Oh, und das. Natürlich, ein Schwimmbadreiniger. Den kippen wir jetzt hier rein und schwuppdiwupp ist der Pool sauber. Ja, okay, halb sauber. Gut, wir brauchen ein Boot, eine Gummiente, eine also so schaut mein Pool bitte nicht aus. Ja, also, igidigid. Gummischwein, na Gott sei Dank kein echtes Schwein, aber dafür eine echte Schildkröte, natürlich. Ein Rettungsring, ein Wasserflugzeug, natürlich ein Wasserflugzeug. Ja, Wassergewehr, ein Glas, heller Freude, ein Hai, sogar ein Hai schwimmt da drinnen, das schau her. Und ein Steuerrad, natürlich. Mit dem Steuerrad gehen wir jetzt hier rein. Und hier, und jetzt kann der Captain tut tut steuern. Oder unsere Tür aufwachen, wahlweise. Toms Spielzimmer. Okay, sonst können wir hier eigentlich eh nichts mehr tun. Wir haben nämlich keine Lampe, nein. Ja, sonst... Oh, warte, hier war was, hier war was. Da. Da war was. Ein ultraviolettes Licht. Eine Glühbirne fehlt noch, also eigentlich drei. Da unten ist etwas, aber ich komme nicht ran. Ja, gut. Da brauchen wir dann irgendwas wahrscheinlich. Oh Gott, was ist das? Ein Teddybär, was soll das sonst sein? Und deswegen ist dein Angstbalken jetzt wieder gewachsen? Ich fühle mich verdammt unwohl. Reiß die Nase ab, befestige die Nase. Ich befestige sie. Ich bin ein netter Mensch. Schubst den Bären weg, streichle ihn freundlich. Ich streichle ihn. Oh, danke schön. Nimm die Blume. Na, siehste. Das ist ein ganz ein freundlicher Bär. Ein Geschenk von einem Teddy. Er wollte nur etwas Zuneigung. Armes Ding. Na, siehste. Gutzi, gutzi, gut. Er ist jetzt glücklich, hoffe ich zumindest. Und wir wollten ihn wegschubsen. Na, sicherlich nicht. Wieder ein Code. Das erinnert mich an das Labyrinth. Eine Erfahrung, die ich nicht so schnell vergesse. Oh ja.
Viva, viva. Okay, hier können wir was aufschneiden anscheinend. Das ist so prädestiniert dafür. Ah, eine Lampe. Natürlich versteckt im Kissen. Warum auch nicht? Der Schlauch fehlt. Jo. Meine Güte. Ich stehe halt ein bisschen am Schlauch. Da. Gut, das kann man hier reinschrauben dabei. Quietsch, quietsch. Eine fehlt noch. So, hier fehlt der Schlauch. Der hängt hier. Zu weit weg. Natürlich. Lass mich raten. Da brauchen wir den Staubsauger dafür. Lol. Lol. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. So geil, wirklich. Mir reicht's. Das riesige Space Baby ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Warum macht er das hier auf? Ist doch sicherlich lustig. Naja. Gut. Wir angeln uns einmal das, was da drinnen ist. Tom war Proband 000. Natürlich! Das ist der Code. Ja, hätte auch so einfallen können, aber bitte. 000. Was für ein Code. Wow. Da greifst du überall rein. Weißt du? Da hast du keine Angst. Ja, ein Jojo. Achso, das war kein Jojo. Hoppala. Upp. Jetzt ist unsere Angst auch gestiegen, deswegen. Spielzeugfeder. Soldat. Haben wir hier. Büffel. Büffel, Büffel, Büffel. Bist du ein Büffel? Nein. Wo ist dein Büffel? Hier hinten. Baseballhandschuh. Sheriffstern ist hier. Baseballhandschuh ist hier und ein Affe, der sitzt hier und spielt das Let's Play. Ultraviolette Glühbirne, wo haben wir die? Da. Gut, dann hätten wir die jetzt auch gefunden. Dann schrauben wir die rein, perfekt. Gehen zurück und... Nein, ich brauche hier irgendwo eine Steckdose. Ah, hier. Zack. Oh Gott, das ist wie eine Parallelrealität in einem Traum. Schön. Schier. Wenn Träume das Unterbewusste widerspiegeln, dann möchte ich nicht Tom sein. Ja, wieso? Schaut eigentlich nicht so schlecht hier aus. Na, gehen wir mal in den Keller. Gehen wir in den Keller lachen oder weinen. Ich weiß es nicht, Freunde. One of the fiendish spirits set his sights on a little boy, plaguing his dreams every night. Verführung der Unschuldigen. Einer der teuflischen Geister hatte ein Auge auf einen kleinen Jungen geworfen und suchte ihn jede Nacht in seinen Träumen heim. Hier. Hallo? Ah, der zweite Schlapfen fehlt. He needed to overpower this first soul. Every soul under his control after that would only make it harder for others to resist. Er musste diese erste Seele überwältigen. Jede Seele, die er danach unter seine Kontrolle brachte, machte es den anderen schwerer, sich zu widersetzen. The boy's fragile and innocent soul never stood a chance against the cunning demon. Die zarte, unschuldige Seele des Jungen hatte keine Chance gegen den hinterlistigen Dämon. Da fehlt was, Mischmaschall. He appeared as a little girl,
sensing the boy's dearest wish to have a sister. Ah, er tarnte sich als ein kleines Mädchen, weil er herausgefunden hatte, dass der Junge sich sehnlichst seine Schwester wünschte. Und ist dieses kleine Mädchen vielleicht auch das, was wir immer sehen? Und ist das ein Dämon? Na, no, na. No.